Guten Abend. Ich hoffe, ihr seht das abends, weil man spielt ein Horrorgame nur abends oder nachts. Es geht dem Ende zu. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt habe ich es ja vergessen. Egal. What was that cursed place? What do all those words and symbols mean? Both South Road, a hole in a... Beide haben durch ein Loch in der Wand mit angesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Gefährliche Tiere zu jagen macht am meisten Spaß. Vater, Mutter, Sohn tot. Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten. Er und ich. Ich reise weite Strecken, ohne mich je von der Stelle zu bewegen. Mensch gleich Bestie. All denen ich begegne, haben zwei Gesichter. Eines ist menschlich, das andere das einer Bestie. The man in the mask. Now I know who he is. Erstmal, Junge. Gott in Himmel, Nikolaus Volt von seinem Vater wieder in eine dunkle Kammer gesperrt und seelisch misshandelt. Es ist gut, dass er zumindest nicht allein war. Aber warum hat er den Jungen nicht in einem Tagebuch erwähnt? Es hätte nicht einmal seinen Namen. Nimm mir mit. 22. Dezember 1849. Ich habe mich so oft entschuldigt, aber er sagt, er würde nur durch Strafe lernen. Ich fragte ihn wieder und wieder, Vater, warum tust du mir weh? Doch sein Gesicht wurde nur rot vor Wut. Er spuckte auf den Boden und fragte mich, warum hörst du nicht auf, uns weh zu tun? Dritter Januar 1850. Am schlimmsten ist die Dunkelheit. Ich hasse sie. Es gibt nichts, das mir mehr Angst einflößt. Ich weiß nicht, was ich diesmal falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich gar nichts getan. Vielleicht war es mein Fehler, überhaupt geboren worden zu sein. Ich glaube, mein Vater möchte mich loswerden. Nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern nur, weil ich existiere. Er will mich nicht einfach in seinem Leben haben. Ich bin nur eine Plage für ihn. Welchen anderen Grund könnte es geben? Weil ich einen Bleistift genommen habe, indem ich die Worte zu Papier bringe, wenn auch immer ein klein wenig Licht durch die Ritzen in die Wänden dringt. Ich weiß es wirklich nicht. 24. März 1850. Ich hatte einen Traum, in dem habe ich ein Kind ausgezogen. Was? In ihm habe ich meine Kleider ausgezogen, bin nackt durch den Gasthof gerannt und habe Gäste angeschrien, als ob ich von Sinn wäre. Sie hatten Angst vor mir. Es waren Erwachsene. Doch hatten sie Angst vor mir. Doch es war nur ein Traum. In Wirklichkeit bin ich es, der Angst hat. Ich habe einen Teller zerbrochen, ein ganzes Abendessen ruiniert. Vater dachte ich, dass ich es mit Absicht getan habe. Ich tue nie etwas absichtlich. Meine Hände zittern und ich kann nicht weiterschreiben. 1850, 15. Mai. Ich bin nicht allein. Er läuft auch in diesem Haus herum. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Er sagt nie ein Wort. Er lächelt mich nur an. Ich schaue zu Boden. Sage kein Wort.
6. Juni 1850. Überraschenderweise ist er nett zu mir. Das ist nicht, was ich zu Anfang erwartet habe. Immerhin habe ich nur die Gesellschaft während meiner Ausflüge in den Wald. Ich darf meinem Vater nichts verraten. Er würde wieder nur wütend werden. 11. August 1850. Heute ist es so wie oft. Ich bin wieder in einer dunklen Kammer. Doch diesmal ist er auch hier. Ich sagte ihm, dass ich ein guter Junge war und dass ich nichts falsch gemacht habe. Die Schuld liegt bei meinem Vater und den anderen. Der alte Mann sperrt mich ein, weil er sich immer schämt, weil er sich wünscht, ich wäre nie geboren. Oder zumindest jemand anderes. Anfangs glaubte er mir nicht, aber dann sagte er, dass ich recht habe. Er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, dass alles wieder gut werden würde. Ich entgegnete ihm, dass alles bereits gut sei, weil keiner von uns beiden je wieder allein sein muss. Okay. Oh, das war's dann aber auch. 23. September 1850. Ich bin kein Kind mehr. Ich muss mich nicht mehr auf meinen Vater hören, nur weil er größer und älter ist. Ich bin schlau und habe viele Ideen. Ich habe mit ihm in der Dunkelheit darüber geredet. Er sagte, ich sei krank. Und wenn schon, vielleicht bin ich ja krank, weil die Welt mir all dieses Leid angetan hat. Wir werden uns nachts in die Wälder begeben, um gefährliche Bestien zu jagen. 2. Oktober 1850. Er ist eingeschlafen. Also gehe ich alleine hinaus. Der alte Mann hat eine neue Hure in den Gasthof gebracht. Denkt, niemand würde etwas mitbekommen. Ich habe gesehen, wie Whitehead einem der Bäcker beide ins Gesicht spuckte. Ich ballte die Fäuste und träumte von sie beide mit einem breit zu starr. 7. Oktober 1850. Ich weiß nicht, was ich geplant habe. Es sind nur noch wenige Tage. Ich werde es ihm bald verraten. Ich weiß, wo der Alte die Fässer mit Schießpulver versteckt hat. Sobald wir aus dieser verfluchten Kammer rausbauen, wird es ein Feuerwerk geben. Ich habe die Dame im Gasthof gefragt, ob sie mir ihre Fotze zeigen kann. Sie hat dem Alten davon erzählt und sie dachte auch noch, ich sei N. Punkt. Okay. Jetzt erwarten wir beide hier drin. Ich hätte sie umbringen sollen. Menschen wie sie sind eine reine Platzverschwendung. Die beschissene Kammer ist der schlimmste Ort überhaupt. Ich wünschte, ich könnte sie kurz und klein schlagen. Ich kenne ja noch einen weiteren Ort, der Kammer sehr ähnlich ist. Dunkel, kalt, höllenhaft. Er muss brennen, wenn wir unser Leid ein Ende setzen wollen. Die Menschheit ist nicht als Abschaum. Ich habe es schon immer gesagt. So, nun widmen wir uns dem Klopfen. Können wir dich? Es geht nicht. Okay. Gut. Someone's at the door. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Da habe ich ganz kurz Gänsehaut bekommen. Das war jetzt nicht erschreckend, aber es hat Gänsehaut ausgelöst. Schön. Mehr davon. Ah.
My father! Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Ja, Mann, wir hatten ja schon solche Ahnung, dass er irgendwie so eine beschützende Rolle spielt, aber warum sollte unser Vater uns beschützen? Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. What the hell? Nett. Hä? Oh, das meinst du. Wir duschen erstmal, ja? Alter. Alter. Wie geht's? Hier fand Kilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen, welche Beweise sie auch hatte. Er bekam sie nie zu sehen. Das ist also... Der Sheriff, oder? Es müsste doch der Sheriff sein. Ganz schön dickes Blatt Papier. Es ist jemand hier. Jemand ist in mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann sich hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich herausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagte mir, dass sie in der Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Ja, ist unwahrscheinlich, wenn selbst alle anderen tot sind. Aber nicht unmöglich. Ja, das restliche Petroleum und die Streichhölzer, dass wir dieses Spiel nicht mehr brauchen, verkaufe ich dann einfach auf eBay. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Oh, die leicht biegbaren Bretter hier. Bahnen sie einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Ja. Kamen wir hier nicht einmal her? Da wo uns dieser Fette verfolgt hat? Ja, ne? Das war doch ihr. Kriegen wir so viel Petroleum, das ist nicht gut. Ich meine, selbst wenn wir dauerhaft mit Petroleum haben, wir... Nee. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Geht's wieder? Alter. Was ich sagen wollte, selbst wenn wir dauerhaft mit der Lampe durch die Map gegangen wären, hätten wir immer noch genug Petroleum, also ganz ehrlich. Ja, du darfst da gerne bleiben, wo du bist, was auch immer du bist und warum du auch immer bist. I pray to you, O Lord, for mercy.
happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Dem Wasser werden wir uns noch zu tun bekommen, bitte. Dass wir da irgendwas machen oder aufpassen müssen, dass wir denen nicht begegnen. Zwei edel Premium Streichhölzer, cool. Nice. Oh. Und Premium Öl. Nice. Oh, noch mehr. Ja. Ja, da war. Jetzt, sehr schön. So, kommen wir denn da noch vielleicht irgendwie hin? Nee, ne? Bringt auch nichts. Okay. Aber wir allen wollen wissen, was war es. Also, hallo. Hallo. Okay. Ja, es... Das war jetzt nett. Dass es kein Flussmonster war, sondern eine Leiche. Aber warum sollte sie rumschwimmen wie ein Fisch? Ja, komm her. Götzens, zwei. Mädel. Oh. Ja, Entschuldigung. Ja, das war jetzt mein Fehler. Du bist gestorben. Für mich. Ich beende das Spiel. Ratsteinarschloch. Ja, der erste ist ja kein Problem. Ja, wenn sie jetzt herkommt. Weggeht. Dann merkt sie uns. Immer ruhig da. Ja. Die heilige Lampe beschützt mich. So, jetzt müssen wir aber hier mal aufpassen. Bleib mal ruhig hier, ja? Ganz ruhig, Mädel. Ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin müsste. Das Ding ist verdammt schnell. Ich komm da nicht hin. Das hätte man auch besser lösen können. Vielleicht ist einfach nur die Programmierung schwer. I'm only safe on land. Der ist nicht das Problem, der ist das Problem. Und sie merken sofort, wenn wir
merken sofort, wenn wir hier... Yo! Ablenken. Ablenken. Das will ich dann... Nö, reicht nicht. Okay, das hat dann anscheinend doch gereicht, sehr schön. Okay, er startet von da. Das heißt, wir müssen nach da werfen und dann dahin. Dafür kriegst du auch kein Licht. Ist das kein Jungs? Nun gut. Nimm die Streichhölzer, ja? Dankeschön. Aber die Stimmung mal ein bisschen besser. Auch noch so ein Wasserrätsel, ernsthaft. Keiner.